Hallo meine Lieben, heute habe ich mal ein paar Tipps für euch in meinem neuen Video. Und zwar geht es um das Thema verfärbte Fingernägel. Ihr seht das hier bei mir auch schon, dass ich vor allem hier vorne an den Fingernägeln, die überstehen über dem Finger, so gelbliche Verfärbung habe, die wirklich nicht schön aussehen. Das liegt vor allem daran, dass ich mir eben ständig die Fingernägel lackiere. Ich benutze zwar immer Unterlack, wie es sich gehört, aber trotzdem verhindert das eben nicht das Verfärben. Und dann habe ich mir mal gedacht, ich drehe ein Video dazu, wie man vielleicht diese Verfärbung wieder wegbekommt und möchte euch da drei verschiedene Methoden vorstellen. Und da fangen wir mit der ersten Methode an, die ich im Internet gelesen habe. Und zwar soll uns Backpulver helfen. Und zwar nehme ich einfach so ein fertig abgepacktes Tütchen und löse das in lauwarmem Wasser auf. Also ich habe da hier so eine Schale mit Wasser, mache da mein Backpulver rein und da nehme ich jetzt meinen ersten Finger und halte das mal so 2-3 Minuten in dieses Wasser und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die 2 Minuten sind jetzt um und jetzt schauen wir gleich mal im Vergleich zu den anderen Fingernägeln, ob sich da was getan hat. Jetzt wischen wir den Fingernagel ab und schauen mal. Und ich würde mal sagen, dass man da keinen Unterschied sieht zu vorher. Also aus meiner Sicht hat das jetzt erstmal nicht funktioniert. Versuchen wir das nächste aus. Und zwar ist der nächste Tipp, den ich gelesen habe, eine Zahnpasta, die diesen Whitening-Effekt hat für die Zähne. Ich habe jetzt hier eine von Colgate. Sensation White heißt die. Und da soll man einfach die Zahnpasta nehmen und auf dem Fingernagel einreiben. Also. So, jetzt verreibe ich das hier und dann soll das auch wieder ein paar Minuten einwirken. Also ich würde auch sagen, wieder so 2-3 Minuten lasse ich das gleich einwirken und dann gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. So, jetzt sind die 2 Minuten um und ich wische das wieder ab. Also auf den ersten Blick sehe ich hier jetzt auch keinen Unterschied. Ich wasche das jetzt auch nochmal mit Wasser ab und gucke nochmal genauer. So, jetzt ist es abgewaschen und ich muss leider wieder sagen, dass ich keinen Unterschied zu den anderen verfärbten Fingernägeln sehe. Also auch die Zahnpasta hat jetzt nicht geholfen. Und der dritte Tipp, den ich gelesen habe und gerne ausprobieren möchte, ist, dass man einfach die verfärbten Fingernägel mit einer Polierfeile poliert und dann würde wohl die Verfärbung auch weggehen. Also probieren wir das mal aus. Jetzt habe ich den Finger schön poliert. Er glänzt auch im Vergleich zu den anderen, aber von der Verfärbung ist es auf jeden Fall auch nicht weniger geworden. Ich finde sogar jetzt im Vergleich nach dem Polieren, dass die zwei Fingernägel, die ich mit Backpulver und mit der Zahnpasta behandelt habe, etwas heller aussehen als der Fingernagel. Aber das kann einfach daran liegen, dass ich Druck auf den Fingernagel ausgeübt habe und da die Durchblutung hier in dem Bereich ein bisschen angeregt wurde und der deshalb ein bisschen dunkler aussieht. Also mein Fazit ist jetzt nach diesen drei Methoden, die ich ausprobiert habe, dass keine mich überzeugt hat. Alle Fingernägel sind immer noch sehr deutlich sichtbar verfärbt. Vielleicht ist die Zahnpasta nicht die richtige gewesen, vielleicht hat das Mischverhältnis von dem Backpulver und dem Wasser nicht übereingestimmt oder aber man muss diese Methoden doch mehrmals anwenden, damit man ein Ergebnis sehen kann. Auf jeden Fall jetzt nach diesem einmaligen Versuch haben mich alle Methoden leider enttäuscht, das hat nicht geholfen. Das heißt, die einzige Möglichkeit für mich ist jetzt eben einfach wieder meine Fingernägel neu zu lackieren, damit man die Verfärbung nicht sieht oder sie eben wirklich zu kürzen, damit vor allem dieser verfärbte Teil hier vorne ab ist.
Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, gebt dem Video doch gerne ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Vielleicht habt ihr ja auch noch einen anderen Tipp für mich, wie man Verfärbungen wieder wegbekommen kann von den Fingernägeln, dann schreibt mir das doch gerne auch in die Kommentare. Dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Also dann, bis zum nächsten Mal.